Wer neu ist in Photoshop, wird schnell merken, dass das Reinzoomen und Rauszoomen gar nicht so einfach ist. Aber unter Bearbeiten, Voreinstellungen, allgemein kann man das eine Häkchen setzen bei mit Bildlaufrad zoomen und dann kann man auch mit dem Mausrad rein- und rauszoomen. Möchte man in Photoshop mehrere Ebenen zusammenfassen, dann wählt man am besten erst die Ebenen aus, die man zusammenfassen möchte, und dann drückt man STRG und E. Möchte man alle Ebenen zusammenfassen, dann kann man das gleiche Tastenkürzel benutzen in Kombination mit SHIFT und ALT, denn mit STRG, SHIFT, ALT und E kann man alle sichtbaren Ebenen auf eine neue Ebene schaffen, ohne die alten Ebenen dabei zu zerstören. Eine neue Ebene erschafft man in Photoshop normalerweise, indem man unten auf diesen kleinen Knopf drückt, wo neue Ebene steht. Das geht jedoch viel, viel schneller, indem man einfach nur STRG, SHIFT, ALT und N drückt. Man hat minutenlang daran gesessen, eine Auswahl zu treffen, zum Beispiel um eine Textur wie hier eine Grastextur einzufügen. Es gibt bereits eine Ebene, wo nur das Gras drauf ist. Man möchte jetzt noch was ändern. Und statt das Ganze manuell nachzuzeichnen, gibt es einen kleinen Trick, indem man einfach mit gedrückter STRG-Taste, dann ändert sich auch der Mauscursor, einfach in das Vorschaubildchen von der Ebene reinklickt und dann trifft man nämlich die Auswahl mit allen Pixeln, die auf dieser Ebene existieren. Und dann kann man die Änderung sehr schnell vornehmen. Wenn man in Photoshop ein Werkzeug benutzt, wie zum Beispiel den Brush, dann kann man die Deckkraft vorher einstellen. Ich will hier in dem Beispiel zum Beispiel Nebel erzeugen. Das war jetzt mit Deckkraft 100%. Normalerweise benutze ich den Schieberegler, um die Prozentzahl runterzustellen. Das geht jedoch auch schneller, indem ich einfach die Zahlen auf dem Nummernblock benutze. Jetzt habe ich auf 1 geklickt und erhalte 10% Deckkraft. Jetzt habe ich 20% durch die 2. Ich kann auch zweimal auf eine unterschiedliche Zahl drücken, um auch krumme Beträge zu erhalten. Wie man verschiebt, weiß wahrscheinlich jeder in Photoshop über das Verschieben-Werkzeug, Tastenkürzel V. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass man mit den Pfeiltasten das Ganze noch präziser machen kann. Man kann dann die Auswahl nach rechts, links, oben oder unten verschieben, und zwar immer genau um einen Pixel. Außer man hält gedrückt. Um Ebenen zu duplizieren, gibt es auch einen Shortcut. In dem Fall haben wir jetzt hier ein Stück Reis schon ausgeschnitten. Normalerweise zieht man dann die Ebene runter auf Ebene duplizieren. Das geht viel schneller mit dem Tastenkürzel STRG und J. In dem Fall wollen wir das Model vor einen dunklen Hintergrund setzen. Die dunkle Ebene haben wir bereits, aber das Weiße aus dem Bild ist einfach noch da. Deswegen wählen wir mit dem Schnellauswahlwerkzeug den weißen Hintergrund und drücken dann Entfernen, um die weiße Farbe zu entfernen. Wenn wir ranzoomen, dann sehen wir, dass die Auswahl gar nicht so sauber ist. Es könnte noch genauer sein. In manchen Fällen sieht es besser aus, in manchen aber auch schlechter. Und wenn wir mehrfach Entfernen drücken, bei der gleichen Auswahl sehen wir, dass wir immer mehr Pixel entfernen.
wenn man Sachen in Photoshop transformiert mit Steuerung T, dann erscheint oben in der Infozeile ein Häkchen oder ein Abbruchsymbol. Das heißt, immer wenn wir was am Transformieren sind, und das gilt auch für andere Sachen, dann müssen wir das Ganze bestätigen. Vorher können wir keine neue Funktion auswählen. Ansonsten gibt es eine Fehlermeldung. Das Bestätigen geht wesentlich schneller mit der Enter-Taste. Der einzige Fall, wo das mit der Enter-Taste eher schlecht ist, ist, wenn wir einen Text eingeben, denn dann haben wir den Zeilenumbruch mit der Enter-Taste. Da müssen wir dann manuell auf das Häkchen klicken. In dem Fall wollen wir einen Schatten hinzufügen von dem Wanderer. Einmal mit STRG J die Ebene duplizieren, die untere Ebene benennen wir Schatten. Jetzt sagen wir in der Ebene noch, dass sie schwarz sein soll mit der Farbüberlagerung. Und jetzt mit STRG T wie transformieren, können wir die Ebene, wie gesagt, transformieren. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Wenn wir nämlich mit der rechten Maustaste einmal draufklicken, dann kriegen wir die verschiedenen Möglichkeiten angezeigt, wie wir transformieren können. In diesem Fall ist es das Verzerren. Wir haben jetzt hier mittendrin eine Ebene, die schon etwas weiter bearbeitet ist, jedoch liegt die weit unten und wir möchten nur mal kurz diese Ebene sehen, vielleicht als Referenz. Dann haben wir die Möglichkeit, mit gedrückter STRG-Taste einmal auf das Auge dieser Ebene zu klicken und dann blenden wir nämlich alle aus, außer die Ebene, auf die wir klicken. Rückgängig geht das Ganze mit genau dem gleichen Schritt. Man kann mit Hilfe der Fanglinien, die man aus dem Lineal zieht, die Mitte eines Bildes fangen. Das macht Photoshop von ganz alleine. Man merkt, wenn man sich der Mitte nähert, dass auf einmal die Linie einrastet. Viele Photoshop-Anfänger wissen gar nicht, wie man die Hilfslinien wieder wegbekommt. Ist eigentlich ganz einfach, man wählt das Auswahlwerkzeug mit V, klickt die Linie an und zieht sie wieder zurück ins Lineal, wo wir sie auch hergezogen haben. Mit dem Linealwerkzeug kann man ebenfalls Maßeinheiten ändern, einfach mit Rechtsklick in das Lineal klicken und wir können zwischen Pixeln, Zoll, Zentimeter und so weiter auswählen. Normalerweise ändert man in Photoshop die Textfarbe, indem man einen Doppelklick auf das T in der Ebenenauswahl macht, STRG A drückt und dann oben in der Infozeile die Farbe verstellt. In dem Fall wählen wir jetzt erstmal im Farbwähler zwei Farben aus und wenn wir dann STRG und Backspace bzw. Alt und Backspace drücken, können wir die Farbe einfach mit einem Klick ändern. Wichtig ist, dass der Text ausgewählt ist in der Ebenenzeile. In diesem Fall möchten wir dem Panorama eine Vignette verpassen. Wenn wir schwarz einfach auf den Rand malen würden, dann würde das Ganze zwar funktionieren, sogar mit Übergang, aber viel einfacher ist es, wenn wir in den Maskierungsmodus wechseln. Im Maskierungsmodus, Tastenkürzel Q, ist alles, was wir farblich irgendwie ausmalen, eine Auswahl, wenn wir wieder zurückwechseln und das Ganze sogar mit weichen Kanten von den Pinseln bzw. mit weniger Deckkraft. In dem Fall malen wir jetzt einfach hier rein, das wird automatisch rot, egal mit welcher Farbe wir reinmalen. Wechseln wieder zurück mit der Taste Q und jetzt haben wir einen dynamischen Übergang. Jetzt können wir das Ganze mit einer Farbe füllen. Besser wäre schwarz. Und man sieht, dass wir eine Vignette mit Übergang geschaffen haben.
Es gibt eine Möglichkeit, ein Bild sehr, sehr schnell zu beschneiden. Mit der Crop-Funktion, das Tastenkürzel dafür ist C. Klick C und man kann einfach an den Rändern das Bild so beschneiden, wie man es möchte. Das Ganze bestätigen und fertig. Es gibt Situationen, da hätte man gerne, dass das Bild anders gedreht ist, weil man vielleicht besser so zeichnen kann. In dem Fall kann ich vielleicht besser gerade von links nach rechts zeichnen, anstatt quer zu zeichnen. Deswegen drehe ich mir das Bild. Das Tastenkürzel R steht dabei für Rotate, für Rotieren. Ich kann mir das Bild so drehen, wie ich das haben möchte. Kann reinzeichnen, was ich will. Und kann das Bild dann entweder wieder über Rotate zurückdrehen oder einfach oben dann wieder auf Ansicht zurücksetzen drücken. Wer wirklich keine Ahnung hat, wie man sich in einem reingesuchten Bild bewegt, der muss einfach mal die Leertaste drücken. Dann erscheint das Handsymbol. Und damit kann man sich dann quasi durch das Bild hangeln. Ist man zu tief in sein Projekt reingezoomt und möchte gerne mal rauszoomen, muss man dafür gar nicht mal das Mausrad wählen, sondern man kann einfach STRG 0 drücken. STRG 0 zeigt das komplette Bild an. Das funktioniert übrigens bei allen Adobe-Anwendungen und bei den meisten CAD-Programmen genauso. Rückgängig machen mit STRG Z ist ja allgemein bekannt, das funktioniert in Photoshop auch, allerdings nur für genau einen Schritt drücke ich dann nochmal STRG Z, mache ich meine Rückgängigmachung wieder rückgängig. Das sehen wir hier ganz gut. Und deswegen müssen wir zu STRG Z noch zusätzlich Alt drücken, um mehrere Aktionen rückgängig zu machen. Verliere ich in der Ebenenanzeige irgendwann den Überblick bei großen Projekten, dann habe ich die Möglichkeit, Ebenen zu gruppieren. Ich wähle einfach die Ebenen aus, die ich in eine Gruppe haben möchte und drücke STRG und G für Gruppieren. Wenn das Ganze immer noch zu unübersichtlich ist, der hat die Möglichkeit, einzelne Ebenen oder auch Gruppen mit einer Farbe zu füllen oder zu markieren. Dafür einfach nur neben die Ebene oder die Gruppe klicken mit der rechten Maustaste und dann kann man unten schon die Farben auswählen. Man hat in Photoshop die Möglichkeit, seine Arbeitsumgebung anzupassen, zwar farblich, je nachdem, was man für ein Projekt hat, macht das Sinn. Weil man einfach den Kontrast besser einstellen kann oder besser im Blick hat. Man kann auch eigene Farben auswählen, wie in diesem Fall dieses wunderschöne Pink. Man kann es auch sein lassen. Wer in Photoshop schnell arbeiten möchte, der sollte sich alle Shortcuts drauf schaffen. Besonders bemerkenswert ist es, dass die meisten Shortcuts eben eine Bedeutung haben und für einen englischen Begriff stehen, wie I für Emerge und D für Deselect. Manchmal passt es auch im Deutschen mit überein. G und Gruppieren oder das Farbeninvertieren für STRG I. Die Shortcuts sieht man, wenn man über das Werkzeug fährt.